Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Map Ravensberg. Können wir es ein bisschen lauter machen? Ich höre nämlich gar nichts hier. So. Also unsere Felder sind soweit in Ordnung. Robert. Also wenn noch einen, wir müssen den ja noch nehmen und gucken, dass es ist in Ordnung. Sandiger Lehm wissen wir, da ist grün. Stickstoff. Stickstoff. Da kann man noch mehr machen. Da kann man jedes Ding anfangen. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Ich dachte, ich hätte das fertig gehabt. Jetzt weiß ich noch nicht. Gedüngt meine ich, hätte ich. So, hier sind wir. pH-Wert stimmt. Jetzt mit der Anzeige da unten stimmt was nicht. Also da habe ich irgendwann auch einen Mod drin, der da versucht, das zu überschreiben. Da muss ich mal schauen, welcher das ist, welcher das stört. Hier muss ich scheinbar noch. Also ich habe gedacht, ich wäre fertig gewesen. Ich muss das zweite Feld noch machen. Dann machen wir das doch. Nicht, dass uns langweilig wird. Das ist schön in der Minimap zu sehen, links unten. Da, wo wir düngen, da wird es grün und das ist gut so. Dann müssen wir uns mal überlegen, was wir säen. Also es bietet sich ja an, irgendwas zu säen, wo es Stroh gibt für die Tiere. Also es wird wohl wieder mal Weizen oder Gerste sein. Welch Wunder. Aber was soll ich die Ballen zukaufen? Verkauf, wenn die Shops gucken, was mehr gibt. Ich glaube, es gibt hier keine Brauerei, wo ich Gerste verkaufen kann. Also jetzt sieht es in Grenzen an. Eine Wiese wäre nicht schlecht.
So Gras kriegen für Silage. Aber dafür ist mein Konto noch zu dürftig. Es gibt ja eine Wiese gleich am Hof, aber die ist mir doch zu teuer. Ich glaube, ich habe noch so und so automatischen Kredit am Laufen. So, das ist die erste Aufgabe am Tag haben wir erledigt. Also für mich am Tag hier im LS ist der Tag schon mal vorbei. Das richtige im Kalten brauchen wir scheinbar nicht. Der Boden ist ja wohl in Ordnung. Das ist eine Frage, wo unsere Sämaschine steht. Milchanhänger habe ich da. Bin hier noch nicht angekommen. Das ist die Grastechnik. Schauen wir mal eben, was wir besitzen. Die Garage. Das ist zum Säen der Felder und das ist das Ding, damit ich das voll mache. Das ist auch zum Säen. Brauche ich aber jetzt nicht, ich brauche das da. Also steht mein Hänger im Weg. Wen wundert's? Warte mal, ich muss, Entschuldigung, den Tank nach vorne und das Sätteil nach hinten. Also mit dem habe ich auch noch nicht gearbeitet, das ist was Neues. Aber schön, die sind alle gefüllt, das ist das Beste. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich da irgendwas aufklappen muss. Na, scheinbar ist das so schmal. Wir lassen Weizen dran. Gucken wir die Hilfe mal an.
Das machst du schon ganz gut. Wir dürfen auch Gott sei Dank schon sehen. Das wird schön, hätte ich schon wieder vergessen. Den Tieren geht's gut. Das gefällt mir am besten. 12 Kühe. Also schauen wir mal. Hier gibt es eine Wiese, gehört mir aber nicht. Die da. Die kostet zu viel Geld. Mein Geld heißt, ich habe keine Schulden. Ich habe keine Schulden. Ich kann Kredit aufnehmen. Aber es ist noch zu früh. Also jetzt mähen ist zu früh. Also wenn es soweit ist, kann ich das Belt, die Wiese kaufen. Und meinen Seelos voll machen. Da drüben ist noch eine Wiese. Auch nicht viel teurer. Also die zwei Wiesen wären schon mal nicht schlecht. Dann habe ich genug Gras, Silage für die Tiere. Wäre nicht schlecht. Auch die Felder noch. Also hier 12, 13, 11, sie, rundherum können wir schön Felder kaufen. Das hier unten, das wäre das gewesen, wo ich ja nicht wollte. Da haben wir noch größere Flächen, aber naja, egal. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Jetzt mal gucken, was es hier an Verkaufsstellen gibt. Bahnsilo, Biospeicher, Energiepark, Getreidelager, Hafen, Bahnmüll, Landhandel. Es gibt doch eine BGA, aber nicht als Verkaufsstelle. Die muss ich wahrscheinlich kaufen. Aber es gibt hier eine ganze Menge, das ist schon mal ganz gut. Sind aber alles keine Produktion, sehe ich das richtig? Und das alles kann ich kaufen. Die BGA kostet 127.000 nur. Ich kann auch einen Hafen kaufen. Also ich kann die ganze Stadt kaufen. Da in Ravensberg. Das verstehe ich jetzt weniger, was ich damit machen soll. Das Feld kaufen, das Katrallager scheinbar selber nicht, oder hat das nur. Ah ne, das ist nur das schwarzere Teil. Okay. Also wenn ich genug Wiesen hätte, ich meine, das ist auch eine Wiese, schätze ich. Das Ding genau neben der BGA wäre natürlich auch interessant. Also BGA wird interessant. Ist auf jeden Fall. Also dieses Feld ist eigentlich sehr schlecht. So richtig sehe ist ja sehr schlecht. Bei minus 99% kriege ich nicht viel zusammen. Obwohl die Felder auch nicht besser sind da unten. Wäre schön, dass die das mir schon sagen, obwohl ich noch gar nicht getestet habe.
hängt mein... Schau mal, eine Saalmaschine. Ist die Frage, was sie machen. Bessere Geräte oder... So, jetzt willst du nicht mehr. Das heißt, ich muss selber arbeiten. Eigentlich wollte ich mich gerade überlegen, ob ich dieses Wiese kaufe. Mach's gar nicht so, wie es aussieht. Und 10. Jetzt tust du. Okay. Warum tust du da nichts? Also wenn ich will, willst du nicht. Was ist jetzt? Okay. Gut, müssen wir durch. Also ich glaube, wir haben uns gerade alle zusammen entschlossen. Wir kaufen uns irgendwann die Wiese, wenn es soweit ist. Aber im frühen Frühling brauchen wir kein Gras zu säen. Das machst du extra, oder? Ja, gern. Warum habe ich einen Helfer, einen intelligenten Helfer, der keinen Bock hat? Das ist echt nicht wahr. Da ist jetzt die Frage, ob ich doch lieber eine größere Sämaschine kaufe. Aber ich habe noch zwei Felder. Na, jetzt hast du dich wieder hin. Ja, ich bin ja schon weg. Ich wollte mir die Wiese mal angucken. Falsche Richtung. Okay. Abwarten, dass man nicht überfährt. Zugang zur Wiese, was ist das denn? Der ist von der anderen Seite. Okay, dann laufen wir auf die andere Seite. So, der Tag neigt sich dem Ende. Ist noch nicht wirklich Leben auf dem Hof. Es gibt genug Füllstände, es gibt genug ja, Silos. Also ich kann, diese Silos sind keine Verkaufssilos, ich muss die alle füllen vorher. So, hier immer die Wiese. Die müssen wir runterlegen, okay.
Da wäre das kleine Ding von der Erde gerade nicht schlecht. Der gleich ansammelt. Wir brauchen ja eigentlich. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob hier frisches Gras genommen wird. Beim Sieger oder ob ich das auch erst wieder trocknen, wenden. Aber es ist schön gemacht. Es ist etwas tiefer gelegen. Große Wiese. Also 10 oder 15.000 kann ich mir den Big M leihen. Der macht mir das gleich fertig. Das ist auch eine Idee. Aber wie gesagt, es ist zu früh. Es ist noch zu früh. Ich habe keine Bestände. Ne? Also das Saatgut und Dünger und sowas dafür das erste Mal. Aber ich habe keinen Lagerbestand, den ich verkaufen kann. Es gibt die Produktion scheinbar auch. Jetzt dran stehen würde, was es ist, wäre noch besser. Also wenn ich jetzt ich weiß jetzt nicht, was Gärreste gerade für ein Zeichen hat. Denn wenn ich bei GI jetzt Gärreste, kommen ja Gärreste raus. Die Frage, kann ich die verkaufen oder nicht? Es sieht nicht so aus. Kann ich ja wieder nur aufs Feld schmeißen. Habe ich was gewonnen dadurch? Bring meinen Mist zum BGA. Dann bekomme ich die Reste raus und kriege die nicht los. Dann kann ich gleich meinen Mist aufs Feld streuen. Fragen über Fragen. Aber das ist noch kein Thema für jetzt. Wir sind schon im Dunkeln angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, wenn es gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.